Fortsetzen. So, Finale. Finale. Wo war ich eigentlich? Ja, ich war ja bei WM stehen geblieben. Mit dem Kader, muss ich sagen, den Hansi Flick ja bekannt gegeben hat. Was, da kann ich eines nicht verstehen. Warum hat man sich für einen Lukas Klostermann entschieden, wo ich finde, dass ein Mats Hummels tatsächlich besser ist? Ansonsten bin ich mit dem Kader zufrieden. Füllkrug ist, muss ich sagen, auch wenn ich aufgrund der Rivalität, ihr wisst ja, ich bin ja HSV-Fan, aber trotz aller Rivalität muss ich sagen, der Herr Füllkrug, der spielt so überragenden Fußball. Der hat sich das so verdient, in die Mannschaft da zurückzukommen. Was macht der da rechts? Aber auch Götze ist wieder mit dabei nach 5 Jahren. Das finde ich überragend. Ich muss sogar sagen, nach dem Traumtor von Lukas Podolski, den er da in der Liga geschossen hat, hätte ich ihn auch sogar nochmal, ganz ehrlich, zurückgeholt. Aber naja, nicht schlimm. Wir haben jetzt mit Füllkrug einen guten Stürmer mit dabei. Werner ist ja verletzt. Aber was Hummels nicht mit dabei ist, das kann ich überhaupt nicht nachvollziehen, finde ich. Dass man da Klostermann vorgezogen hat. Aber egal. Bundeshansi hat sich jetzt so entschieden und jetzt muss das ja berücksichtigt werden. Und ich weiß, über die WM kann man ja so viel diskutieren aufgrund der Menschenrechtssituation oder der Aussagen bezüglich der, ich sage es mal, homophoben Äußerungen da. Ich weiß, das ist ein sehr schwieriges Thema, diese WM. Ja, ich sage auch ganz ehrlich, so viele Spiele. Ich gucke ja sonst bei jeder WM, bei jeder EM eigentlich jedes Spiel. Aber bei dieser WM werde ich, glaube ich, wenn überhaupt nur die Highlights schauen von Deutschland, aber auch nicht mehr. Sonst habe ich ja gefühlt mal jedes Spiel geschaut. Aber ich werde auch die anderen Spiele da ehrlich gesagt boykottieren, weil die werde ich nicht schauen. Ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, was macht ihr? Boykottiert ihr das im TV oder vor Ort komplett? Oder schaut ihr nur Deutschland oder die Highlights oder so? Könnt ihr ja mal gerne in die Kommentare schreiben. Würde mich ja mal übelst interessieren, wie ihr das so seht auch. Natürlich ordentlich und freundlich geschrieben. Auch wenn man eine kritische Meinung hat, kann man es ja ordentlich und konstruktiv schreiben, die Kritik. Solange keine Beleidigungen oder sonst was mit dabei sind. So, Runde 5 erst, okay. Also erst jetzt. Und ich denke mal, Deutschland. Also ich würde mich freuen, wenn sie im Finale stehen, aber ich denke mal, Viertelfinale oder Halbfinale wird auf alle Fälle drin sein. Auf alle Fälle das Debakel von Russland 2018 mit der Gruppenphase, denke ich mal, ist nicht mehr der Fall. Hoffentlich. Aber lassen wir uns überraschen, wie das abläuft. Aber ich weiß, diese WM ist ein sehr, sehr schwieriges Thema. Uah, was macht er denn hier auf dem Feld? 9 Sekunden Vorsprung. Also wenn wir das noch hergeben, wir haben jetzt gerade erst die Hälfte. Denn ja, was macht der da? Oh, lapp mich durch. Ja, danke. So, fahren wieder hier rechts rum. Übrigens könnt ihr auch gerne kostenlos ein Abo oder Like da lassen, würde mich riesig freuen. Oder einen netten Kommentar. Oder wenn ihr einen kritischen Kommentar habt, dann bitte ordentlich und ohne Beleidigung geschrieben für den Algorithmus. Aber über Kommentare freue ich mich immer. Über nette Kommentare ist ja natürlich klar. Und ich versuche auch, je nachdem wie ich kann, alle zu beantworten. Je nachdem wie ich kann. Wenn nicht, dann seid mir nicht böse. So, Runde 7 geht so schnell vorbei. Oh, jetzt bin ich nicht rechts gefahren, aber wir haben easy den Jump geschafft. Es war nur noch 5 Sekunden Vorsprung, aber das schaffen wir. Übrigens, heute zum Zeitpunkt der Aufnahme spielt ja noch der HSV gegen Sandhausen. Da habe ich ja schon ein Gameplay-Video gemacht. Mein Tipp ist ein 2-1. Ich bin gespannt, wie sie nachher spielen werden. Natürlich drücke ich meinen Jungs alle Daumen, die ich habe. Mindestens 2, logisch.
Weil nach der Schmach gegen Fürth, die 1-0-Pleite, das ist natürlich eine desaströse Leistung gewesen. So ehrlich muss man das leider sagen. Also quasi vor der WM 22 nochmal Fehler gut machen. So. Acht Sekunden Vorsprung. Runde 9. Derako. Geh mal weg da. Komm. Lass mich mal vorbei. Jawohl. Duck fürs Platz machen. Übrigens nicht wundern, falls das hier auch wieder hoppala, zweiteilig wird. Weil das ist übertrieben lang. Und ich kann maximal, warum auch immer, nur 15 Minuten hochladen. Maximum. Deswegen wundert euch nicht. Aber diesmal sieht es gut aus, das schaffen wir. So, einmal hier rum. Boah, das war knapp. Aber wieder hier lang. Und Aliops. Aliops. So, die vorletzte Runde. Also wenn es zweiteilig wird, dann ist es halt 33 und 34er Folge von Breakfast, ne? Also wie gesagt, nicht wundern. So, was macht er hier? Der driftet sein Fahrzeug, um zu gucken, ob er driften kann. Nice. Wo haben alle nur den Führerschein gemacht? Na, wobei, ich sollte mal lieber ganz leise sein, davor die Runde. Oder so wie hier jetzt der Fall. Könnte ich das genauso sagen? Wo habe ich nur meinen Führerschein gemacht? Naja. Ja. Beziehungsweise den Rolli-Führerschein. Ja, ich bin beeinträchtigt. Aber das hindert mich nicht, hier dran aufzunehmen oder hier Spaß an Videospielen zu haben. Oh Gott, lass mich hier vorbei, danke. Letzte Runde. 10 Sekunden Vorsprung. Das schaffen wir locker. Wenn jetzt nichts Dummes passiert von mir, dann schaffen wir das locker. Locker vom Hocker. Ach komm, ich probier mal. Oh Gott. Wuhuhuhuhu. Ja, ich hab's geschafft. Wir haben es geschafft. Wir sind der Sieger. Dann würde ich sagen, einmal driften. Ah, schade. Nice. Geschafft. Spinner, Rammer RS-Reifen. Alter, wie viele XP. Nice. Oh, schön. Naja. Guti, naja, 1 von 2 Bonus hier, aber wir haben die Punkte geschafft, das ist die Hauptsache. Juti, ich bedanke mich fürs Zuschauen, bis zum nächsten Mal. Tschüsschen, euer Labi. Auf Wiedersehen. Bei Folge 33 oder 34, je nachdem, ob ein- oder zweiteilig. Auf Wiedersehen.